Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil, Teil 6, Vorleseversuch von dem Buch Keine Panik, wo es 16 verschiedene Wege gibt, entsprechend mehr Frieden mit sich und der Welt zu finden. Ja, und ach, manchmal liebe ich das Universum, dass das so zusammenspielt. Heute an einem Montag, wo ich das vorlese, das ist ja der Tag, den ich so ein bisschen zum Thema Liebe entsprechend mir als Schwerpunkt erkoren habe. Selbstliebe ganz besonders und fantastischerweise das 13. Kapitel, der 13. Weg, der 13. Trip ist Selbstliebe, Herz hören. Je mehr du dich selbst liebst, desto weniger bist du abhängig von der Liebe anderer. Leider ist uns die Selbstliebe meist schon früh von unseren Eltern schlecht gemacht worden, weil sie fälschlicherweise glaubten, dich davon abhalten zu müssen, damit du kein Egoist wirst. Doch der Mensch ist natürlich erst einmal auf sein Überleben programmiert und es ist an den Erwachsenen vorzuleben, dass durch den Schutz und das Kümmern um den anderen ein noch viel größeres Glück entstehen kann. Selbstliebe heißt für mich auch, sei gut zu dir selbst. Sind wir wirklich gut zu uns selbst, wenn wir doch wissen, dass etwas, was wir tun oder nicht tun, nicht gut für uns ist und wir es aber trotzdem machen? Beispiel. Eigentlich jeder weiß, dass Rauchen nicht gut für den Körper ist. Und trotzdem tun es so viele. Übermäßiger Genuss von was auch immer ist nicht gut für unseren Körper und trotzdem tun wir es. Wäre es nicht besser, einen Moment innezuhalten, sich selbst etwas Liebe zu schenken und dann vielleicht besser entscheiden zu können? Selbstliebe heißt für mich auch, gut mit sich selbst zu reden. Wie oft sind wir unser größter Kritiker? Wir schimpfen mit uns, machen uns klein und erzählen uns selbst die Dinge, die wir vielleicht in der Kindheit von einem anderen gesagt bekommen haben. Wäre es nicht besser, sich dafür zu loben, dass es einem aufgefallen ist, dass etwas noch besser gehen könnte? Probier's aus. Sei gut zu deinem Körper. Schenk ihm die nötige Aufmerksamkeit und Zuwendung. Hör gut auf ihn. Wenn dein Körper sich dir über den Schmerz mitteilt, zeigt dir das, dass du ihn schon eine geraume Zeit, vielleicht sogar Jahre, lang überhört hast. Je besser du auf dich und dein Wohlbefinden achtest, umso weniger wird sich dein Körper bei dir beschweren müssen. Beschwerden in Klammern. Okay. Denke bitte auch daran, dass du ein einzigartiger Mensch bist, den es so nicht nochmals gibt. Jeder hat seine individuelle Zeit, die er braucht, sie braucht, um etwas zu tun, zu verstehen. Nimm dir deine Zeit. Du musst auch nicht perfekt sein, um dich lieben zu können. Oh, was schön. Liebe ist die Überschrift. Wie ist es jetzt mit der Liebe zum anderen? Wie könntest du jemanden lieben, den du bisher nicht lieben konntest? Was genau verstehst du unter Liebe? Hoffentlich hast du in deinem Leben schon einmal erfahren dürfen, wie es ist, wenn dich jemand liebt. Fühlst du dich von deinen Eltern geliebt? Was, wenn es leider bisher nicht so war? Wie kann es sein, dass der Partner, die Partnerin dir immer wieder versichert, ich liebe dich, um dann in teilweise ärgsten Streit mit dir zu geraten und dich vielleicht sogar auch körperlich zu verletzen? Wo ist die Liebe hingegangen? Oder war es überhaupt wirkliche Liebe? Sie liebten sich und blieben glücklich bis an ihr Lebensende. So kennen wir es aus den Märchen und auch heute noch warten viele auf ihren Prinzen, ihre Prinzessin.
Liebe macht blind, kennen wir alle, die schon einmal richtig verliebt waren. Wir blenden Dinge beim anderen aus, die uns nicht gefallen, bis der Alltag in eine Beziehung kommt. Dann stören uns die Eigenheiten unseres Partners nur noch und wir können vielleicht die guten Seiten nicht mehr sehen. Gegensätze ziehen sich an, sagt man, aber wir, die wir schon einmal mit einem Gegensatz länger zusammen waren, wissen, dass sie sich auch schnell wieder abstoßen. Was also tun? Du hast schon alles probiert? Dann empfehle ich dir, wie schon oben besprochen, dich selbst zu lieben. Fang klein an, indem du irgendetwas findest, was du an dir lieben kannst, und dann weite es immer mehr aus, bis zu dem Punkt, wo du dich mit all deinen Fehlern liebst. Wenn du dich nicht selbst lieben kannst, dann wirst du auch nicht glauben können, dass ein anderer dich liebt. Ähnlich verfährst du mit anderen Menschen. Finde ein Detail, welches du am anderen lieben kannst, und weite diese Liebe dann nach und nach auf die gesamte Person aus. Die darf genauso wie du deshalb weiterhin unperfekt sein und genau wie du Fehler machen. Wenn du diese Übung machst, kann es dazu führen, dass du mehr im Frieden mit dieser Person bist und sie so stehen lassen kannst, wie sie gerade ist. Akzeptanz und Toleranz sind nicht immer einfach anzuwenden, wenn von der Gegenseite keine kommt. Und doch schließt eine bedingungslose Liebe auch diese Menschen ein. Wie kannst du nun diese bedingungslose Liebe lernen? Durch Herz hören. Die meisten von uns kennen die Stimmen in unseren Köpfen und vielleicht noch das sogenannte Bauchgefühl. Aber dass das Herz auch spricht, ist den meisten von uns nicht bewusst. Das kommt daher, dass Kopf und Bauch meist sehr laut sind, das Herz jedoch sehr leise spricht. Wie kann ich denn die Stimme des Herzens noch von den beiden anderen unterscheiden? Nun, die Stimme des Herzens spricht immer in Möglichkeiten. Sie wird dir von nichts abraten, jedoch alternative Wege anbieten. Ganz wichtig, ich sage nicht, dass du Kopf und Bauch ganz ausschalten sollst. Das wird dir dein Herz auch nicht empfehlen. Doch wäre es gut, der weisen Stimme des Herzens zumindest einmal zuzuhören. Dafür nimmst du dir einfach immer mal einen Moment, in dem du zur Ruhe kommst. Konzentriere dich auf die Region des Herzens und stell dir vor, wie du dein Herz öffnest, damit du es besser verstehen kannst. Wie gesagt, es wird dir nur positive Vorschläge machen. Doch wie willst du damit zu mehr Frieden kommen? Aus meiner Sicht haben wir alle durch das Herz hören die Möglichkeit dazu, denn gerade die gefühlten Ungerechtigkeiten und Streitigkeiten können uns dahin führen, dass wir uns wirklich nach Frieden sehen. Dann sind wir bereit, alte Ansichten und Überzeugungen loszulassen, weil diese im Vergleich nicht mehr so wichtig sind. Dafür musst du natürlich erst einmal erkennen, was deine Überzeugungen sind und vielleicht auch, woher sie stammen. Wenn du bereit bist, die Stimme deines Herzens, Herzflüstern, zu lauschen, ist die Frage danach, wer Recht und wer Unrecht hat, einfach nicht mehr relevant und verschwindet in ihrer Wichtigkeit für uns. Du wirst merken, wie du immer öfter in einen friedlichen Zustand kommst. Und hier noch ein kleines Sätzlein dazu. Selbstliebe heißt für mich, sei gut zu dir selbst. Rede gut zu dir selbst. Sei gut zu deinem Körper. Ja, damit möchte ich heute erst einmal abschließen und beim nächsten Mal geht es mit einem weiteren Weg weiter. Vielen Dank für dein Zuhören, Zuschauen. Bis dann.